Herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk live hier im Internet, live im Internet auf dem RC3 sozusagen. Und heute dabei, wir haben ja sogar so ein Video, ne? So teilweise zumindest. Hallo Markus. Hallo Ingo, hallo da draußen im Internet, hallo RC3. Hallo Felix. Hallo, kann man mich sehen eigentlich? Bei mir ist tatsächlich nur das M, aber es ist schön, dass ihr mich seht. Ich sehe mich nicht. Du kannst das einblenden, da unten rechts ist so ein Pfeil, da kann man ja, nee, ich eigentlich sehe ich alle, aber ich sehe mein Bild dahinter, ist ja auch egal, machen wir weiter. Okay, und noch ein Felix. Hallo. Hallo. Ja, da sind wir, sozusagen. Und wenn ihr uns live hört, wir benutzen jetzt nicht den Chat gerade, der irgendwie hier zu diesem Tool dazu gehört, sondern wir haben immer noch unseren eigenen. Also wenn ihr, da sind auch 1, 2, 3, 4 Leute drin, wenn ihr mit diskutieren wollt zu dieser Sendung, kommt einfach in IRC Freenode.net, Channel Raute Binärgewitter. Da hängen wir normalerweise rum, da eideln auch ganz viele andere Leute rum. Also wenn ihr zur Sendung mitdiskutieren wollt oder ihr macht das auf Twitter, Mastodon, sucht mich mal, da könnt ihr natürlich auch reinkommen. Genau. Und ja, wir sprechen ansonsten so wie normal, völlig so planlos. Hey, wir haben voll den Plan. Wir haben voll den Plan, genau. Wir haben vor allem ein Zeitlimit. Wir haben ein Zeitlimit, das heißt, es wird wesentlich konzentrierter, wesentlich organisierter und wesentlich, naja, tun wir nur so. Wir werden am Ende abgeschnitten, also egal wo wir sind, mitten in den News abgeschnitten. So ist halt. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen schneller durch. Aber trotzdem, wie war eure Weihnachtszeit? Alles schick? Alles gut? Alles schick. Lecker wie immer. Lecker wie Weihnachten immer. Weihnachten halt, ja. Leider kein Kongress dieses Jahr. Also nicht so wie sonst. Ja, es fehlt die Entspannung nach dem Weihnachten. Das ist richtig. Ja, oder das Chaos. Chaos nach dem Weihnachten. Das andere Chaos vielleicht. Ja, ein anderes Chaos. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es gab gutes Essen. Gab es irgendwelche interessanten Geschenke? Hat irgendjemand was... Nee, nichts Interessantes bekommen. Nee. Lag nichts unter dem Weihnachtsbaum. Nee. Aber wird da später noch was dazu? Oder machen wir es einfach jetzt vorne? Ingo, ich habe gerade, wir sind total... Achso, du hast Angst, dass wir es dann nicht mehr haben, weil wir so viel Zeit haben. Willst du jetzt über deine Themen reden vorher? Ich habe gedacht, nein, wir machen erstmal ein bisschen Smalltalk, bevor wir jetzt hier gleich auf die harten Themen... Also Ingo, komm, erzähl, was hast du Cooles bekommen? Ich habe gar nichts Cooles bekommen. Ich will ja wissen, was ihr so kriegt, dass ich vielleicht neidisch bin. Nee, ja. Ich habe tatsächlich, also auch über die Weihnachtsfeiertage hier wieder nur am Smart Home gebastelt und habe aber nichts. Das ist smarter geworden. Es wird immer smarter, ja. Was also hat es denn jetzt für Skills? Wieder mehr Jalousien, die runtergehen können. Und LED-Lichter an der Seite, also so links und rechts in einem Raum, kann man jetzt extra steuern. Die sind jetzt was neu nimmst da. Du da. Kannst du jetzt den Kindern wieder das Licht woanders ausmachen, oder was? Ja, das ist ein Raum, in dem, ja, nee, die Kinder nicht. Aber ja, den kann ich jetzt, ich kann jetzt auch den Fernseher tatsächlich, ich habe jetzt die Steckdose hinterm Fernseher versmartet, damit man die auch ausstellen kann und den CD-Player im Kinderzimmer, das muss schon sein, ja. Mhm. Und überall Timer, so, dass die Kinder nicht so lange Fernsehen gucken. Ja, das kommt alles, genau. Nee, sonst so war es relativ ruhig hier und nichts Spannendes bekommen. Hätte ja sein können, dass ihr was Tolles habt, Mensch. Also, waren schon tolle Sachen, aber nicht... Eigentlich irrelevant. Irrelevant für diesen Podcast. Für Technikbegeisterung ist. keine Technikbegeisterung. Also dieses Jahr irgendwie, ich war auch froh, was weiß ich, die letzten Weihnachtsgeschenke noch irgendwie online besorgt zu haben und dann, ja, muss man ja nur noch die Kinder sozusagen versorgen, die anderen muss man ja gar nicht mehr. Deswegen gab es auch leider bei mir nicht wirklich was. Okay, dann machen wir das über das Jahr. Was wir so alles uns wieder an Sachen kaufen.
Achso, ja, ich hab nach der Weihnachtszeit noch in AliExpress geshoppt, aber das kommt irgendwann erst an und dann weiß ich auch wieder, was ich gekauft habe. Frust. Da hatte ich jetzt die interessante Erfahrung, dass das Zeug, was aus China gesendet wurde, schneller da war als das Zeug, was aus Großbritannien gesendet wurde. Und das, obwohl das lief alles noch, bevor jetzt das Brexit-Chaos völlig losgebrochen ist und das Corona-Mutationschaos. Das hatte mich dann doch überrascht, dass die Briten da nicht aus dem Puschen gekommen sind. Ja, also sobald mein Zeug. Ja. Deal, genau. Aber wir haben, genau, also sobald mein Zeug angekommen ist, kann ich ja in der Sendung drüber reden, aber das wird halt irgendwann sein in den nächsten Sendungen. Ja. Genau, aber stimmt, Brexit, harter Brexit nicht passiert, ist ja auch eine ganz gute Sache irgendwie. Oder so. Ich weiß nicht genau, wie weit das ist. Da muss ja jetzt noch irgendjemand bestimmt die unterschreiben oder so. Kann ich sagen, ja, aber die armen britischen Fischer fühlen sich betrogen. Mit gleich Pipi in Augen. Und die Schotten wollen ausreden und gleich wieder rein. Hat sich also nichts geändert eigentlich. Ja, alle fühlen sich betrogen, alle sind unglücklich, aber Brexit. Das war ja abzusehen, dass das so passiert. Ja. Okay. Kommen wir mal von der Politik jetzt wieder zu spannenden Sachen. Blast from the Past. Kommen wir ja gleich. Ich mach so Chapter Marks, oder? Oder soll ich die nicht machen? Ich weiß nicht doch, genau. An unseren doch, super doch, Aufnahmen. Mach Chapter Marks. Komm. Ja. Okay. Hier, Premium Chapter Marks für Hörer. Okay. Zum Glück habe ich die angefangen, sonst hätte ich das direkt verpasst. Verrückt, also hier Blast, genau. Wir hatten ja letzte Sendung rumgeweint. Rumgeweint ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben darüber gesprochen, dass diese Tickets für den hier Remote-Kongress limitiert waren. Ja. Und ich habe behauptet, das stand ja nirgendwo. Und da ist der Schmidtler auch um die Ecke gekommen und hat gesagt, aber in der FAQ stand das schon seit immer. Und da muss ich halt auch einfach sagen, ja, danke für gar nichts. In welche FAQ? Das steht da auch nicht, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht nachgeschaut. Aber es scheint wohl irgend in den Untiefen des Internets von Anfang an klar gewesen zu sein, dass es so kommen wird. Aber, ja, hätte man schon, also... Ich finde, mein Punkt ist damit nicht widerlegt. Ja, ich denke, den meisten ging es so, dass es quasi nicht klar war, dass man da irgendwie aufpassen muss. Weil, genau. Also keiner ist so, oh ja, bevor ich mir jetzt dieses Ticket da shoppe oder diese 10 Tickets, erstmal nach, ob es irgendwo FAQs zu diesem Event gibt. Macht halt niemand. Das ist so wie Bedienungsanleitung lesen, oder? Das macht auch keiner. Ja, die Sache ist ja, du kaufst ja vorher das Gerät, bevor du die Bedienungsanleitung dazu liest und nicht andersrum. Also ja, das ist so ein Terms of Services lesen beim Installieren oder beim Aktivieren von irgendeinem Konto. Ja, die musst du ja noch nicht mal lesen, sondern das ist jetzt quasi so wie, ja, wir haben doch ein Beiblatt gehabt, da stand da drin, dass du nicht so viel davon kaufen darfst. Genau. Aber gibt es denn tatsächlich Performance-Probleme im Kongress? Mit dem, was da jetzt quasi ist. Also wir hatten ja beim Marc-Uwe Kling Talk, aber das ist nicht in der RC2-Welt, in der RC3 2D-Welt, sondern das waren ja nur die Videostreams. Da hatten wir schon den überfüllter Hörsaal-Effekt. Mhm. Beim Streaming gab es den schon. Also, okay. Nicht nur da. Also ich habe zwei, drei Sachen gerade am ersten Tag versucht anzugucken. Es war teilweise nicht möglich. Also ich wollte die Sache mit Bruce Schneier sehen und musste einfach nach 15 Minuten spätestens ausschalten, weil es war leider nicht zu ertragen. Ich muss mir jetzt mal angucken, ob die Aufnahme wesentlich besser ist, aber das Streaming konnte man nicht anhören. Also es gab so oft Tonaussetzer, du hast die Sätze nicht verstanden. Das war schon echt schade. Die 2D-Welt, gut, der erste Tag war auch eher nicht so richtig zu benutzen. Ja. War die 404-Welt. Es war ein bisschen wie WLAN. Ja, genau. So ab dem zweiten Tag hatte ich das Gefühl, das war gut. Also da konnte ich dann wirklich mal rumlaufen, mir mal die verschiedenen Sachen angucken und es ist ja schon echt süß, was es da so alles zu sehen gibt. So viele kleine Details, wo man so schmunzeln kann. Also das ist schon schön gemacht. Das ist echt super gemacht, ja. Ja, das ist schon echt cool und ich denke, da viele werden sich da auch irgendwie das als Vorbild nehmen und das vielleicht mal versuchen, in der Arbeit so umzusetzen, weil ich glaube, es ist witzig. Besonders, wenn man so ein bisschen so mittelgroße Teams hat, weil es nicht mega viele Leute sind, man so einen Raum hat, wo man einfach mal vorbeigehen kann, so wie man jetzt auch quasi bei jemand anders erotisch vorbeigehen kann, mal zu der Person hingehen und sie vollquatschen kann, das kann ich mir auf jeden Fall irgendwie vorstellen. Aber weiß man denn, auf welcher Software das basiert? Das ist doch nicht völlig aus dem Boden gestampft, oder? Nee, ist Work Adventure, heißt die Software. Oh, Work Adventure,
Okay. Genau. Es gibt auf jeden Fall auch ein Berliner Startup, was sowas Ähnliches auch macht. WonderMe, glaube ich. Weil das haben wir auf Arbeit mal ausprobiert. Also das ist auch so. Du kannst auch, hast eine Oberfläche und gehst zu jemandem hin und dann kannst du mal, kann man da Circles so bilden. Also so wie hier in der C3 2D-Welt auch. Was lustig ist, also du gehst halt hier ja auch mit einer Figur zu irgendjemandem und dann öffnet sich halt gleich das Video von dem und du kannst mit dem quatschen und so funktioniert dieser Service auch. Aber gut, wenn du sagst, hier liegt ein Service dahinter, ich weiß nicht, ist der Open Source? Oder? Ja, das ist ja das Coole, okay. Das ist ein Open Source Service, du kannst die quasi die Welten selber gestalten, gibt da so einen 2D-Tiling-Editor, den man dafür hernehmen kann. Okay. Und sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann und dahinter quasi für das Videozeug läuft dann Jitsi, dann läuft quasi, wird quasi immer ein Jitsi-Raum für dich erstellt, wenn du zu jemandem kommst. Also weiß nicht, wenn, also du hast ja immer so einen Kreis um dich herum und wenn du da reingehst zu dem anderen Personenkreis, dann kommt dir direkt dieses Video von der anderen Person. Und das ist quasi eine Jitsi-Instanz oder ein Raum, der da erzeugt wird für dich. Und das ist schon ganz cool gemacht eigentlich. Ja. Genau, und das, dadurch, dass es halt Open Source ist, kann ich mir auch vorstellen, das mal für andere Sachen auszuprobieren oder so einen virtuellen Hackerspace, solange quasi keine Hackerspace offen sind oder so. Ist ja schon ganz witzig eigentlich. Ja. Und selbst wenn man es erstmal nur für Arbeit, für Teams benutzt, ja, das finde ich auch nicht schlecht. Also wir haben unsere Weihnachtsfeier haben wir über sowas gemacht. Wie gesagt, war jetzt ein Dienst, der gehostet ist, der aber ähnlich funktioniert. Und ja, da hast du dann halt, kannst du mal zu dem einen an den Tisch gehen, mit dem mal quatschen und dann mal hier die Gruppe. Und dann haben wir auch ein Exit-Game gemacht, ein browserbasiertes. Da sind ja in letzter Zeit auch einige hochgepoppt sozusagen. Was ich so als Weihnachtsfeier auch ganz, ganz nett fand. Ja, weil, naja, so richtig im realen Leben treffen ist halt gerade schwierig. Ja, genau. Also ein Kumpel, der hat irgendwie in 2 Wochen Geburtstag und der hat jetzt auch gesagt, dass er so eine Work-Adventure-Instanz hochfährt und da hat er jetzt schon seine eigenen Menschen gebaut, wo man sich dann treffen kann. Finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Ganz coole Idee. Dann kann man halt auch einfach irgendwo rumchillen am Wasser von seinem Haus quasi, was er dort gebaut hat in 2D. Genau, habt ihr noch irgendwelche zu den Vorträgen? Also wie gesagt, die 2D-Welt ist top, zumindest ab dem zweiten Tag. Wenn ihr sie selber nicht besuchen könnt, da draußen am Stream, dann seht ihr bestimmt irgendwie auf Twitter irgendwo überall in diesem Internet Bilder mittlerweile. Also die poppen ja gerade überall auf. Das ist schon echt süß gemacht. Streams, ich weiß nicht, heute bin ich nicht dazu gekommen, irgendwas zu gucken. Und gestern, vorgestern war es echt was schwierig bei mir. Also, hat keinen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das Einzige, was ich cool fand, was gut funktioniert hat, so Workshops, die dann über BigBlueButton waren oder über Jitsi. Wenn man selber an irgendwas was teilgenommen hat, eine Gruppe gebildet hat. Warst du an einem dabei? Hast du das mal mitgemacht? Genau, ich habe so eine BigBlueButton-Session gemacht, wo es so um Lehre mit BigBlueButton ging und das war ganz interessant. Tatsächlich nochmal Funktionen vorgestellt, die ich nicht kannte und weil ich ja auch so ein bisschen versuche, das irgendwie bei uns in der Schule zu etablieren. Weiß ich nicht, ob es jetzt BigBlueButton wird, aber ich habe auch gehört, die kompletten Berliner Schulen kriegen jetzt eine BigBlueButton-Instanz. Also alle Berliner können oder alle Berliner Schulen können wohl demnächst TM, weiß nicht, die Pressemitteilung nicht gelesen, dann BigBlueButton tatsächlich verwenden. Warst du bei dem Workshop, der heute war, über digitale Bildung in Schulen? Nee, da war nicht. Ich habe nur die Ankündigung gesehen gehabt über netzpolitik.org. War wohl heute ein großer Workshop auch, wo eben es um Plattformen ging für digitale Bildung, digitalen Unterricht. Ja. Aber ich habe leider keine Zeit gehabt, heute Mittag mich da einzuklinken. Ja, ich bin auch nicht da. Also da bin ich jetzt auch nicht dazu gekommen, aber das war auf jeden Fall ein Workshop, wo es gut funktioniert hat. Einfach weil es ein bisschen, also nicht dieses normale Streaming sozusagen war, sondern wo du dich echt mit Leuten getroffen hast und das hat gut funktioniert. Ich meine, insbesondere wenn sich dann halt alle sozusagen an Regeln halten und stumm stellen und BigBlueButton ist ja jetzt auch nicht die
beste Videokonferenzsoftware, wo man jetzt sagt, okay, alle sollten durcheinander reden, da gibt es ja bessere. Aber für Unterricht sozusagen finde ich's gut. Moment, es gibt was, wo das gut ist, wenn alle durcheinander reden? Irgendwo erzähl mir mehr. Solche Probleme habe ich auch. Vor allem zu Hause, gell, da möchte man auch manchmal stumm schalten. Habt ihr eigentlich alle eine Kuhmatte bei euch zu stehen? Habe ich was? Eine Mate. Ah. Ich habe meine ausgetrunken schon. Ich bin echt schlecht vorbereitet. Ich habe es nur gefragt, weil ich gehofft habe, dass ihr keine habt. Mein Kölsch ist leer. Tja. Ach, ja. Ja, aber ich habe auch keinen Nachschub mehr im Keller. Es ist schlecht. Ich habe tatsächlich ganzer Kasten Flora Mate noch. Aber jetzt nicht speziell für Flora. Den Kongress, sondern einfach sonst. Ja, ich habe das letzte Mal, als ich beim Getränkehändler war und eigentlich meine Clubmate auffrischen wollte, weil war leer, habe ich gesehen, die haben jetzt auch Flora. Da habe ich gedacht, dann. Boah, wenn ich jetzt noch in Basel wohnen würde, würde ich jetzt sofort dahin fahren. Hätte, könnte, täte. Verdammt. Hätte. Flora. Was gibt's in Deutschland bekommst du das bestimmt auch irgendwo. Also es kann ja nicht. Irgendwo, also, genau. Aber weißt du, die Distanz. Weißt du wo? Nein, ich komme ja auch nicht von da. Aber ich habe auf der Mate-Karte auch noch nicht gesucht. Ich bin froh, dass ich hier einen Dealer habe, wo ich Mate-Mate und Club-Mate bekomme. Und Immerhin. Zumindest schon mal Auswahl, dass man zwischendurch mal Abwechslung machen kann, richtig. Ja. Ja, genau. Aber wir waren bei den Vorträgen, bevor wir jetzt abschweifen. Ach so, genau, genau. Genau, ich habe gestern so einen Vortrag geschaut. Das war allerdings, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auch ein Live-Vortrag war. Ich bin über mediaccc.de reingegangen und bin da reingestolpert. Das ist so ein Grundlagenvortrag. Was ist eigentlich gerade los bei 3D-Printing oder wo steht es? Und den habe ich mir tatsächlich auch zu Ende angeschaut, einfach weil ich gedacht habe, ich vielleicht nochmal ein paar gute Formulierungen aufschnappe, um Leuten, die bisher nichts mit 3D-Printing um die Ohren hatten, nochmal näher bringen zu können, warum das so cool ist. Der war ganz lustig, der baut in dem Video eine Lampe und erklärt währenddessen halt die ganzen Schritte. Das ist ganz cool. Geht auch nur eine Viertelstunde, ist also als Überblick. Viertelstunde? Ganz cool, ja. Also er ist wirklich einfach nur ganz grob einmal drüber, welche Schritte sind notwendig und was passiert wann. Und ja, also der geht quasi davon aus, dass du einen guten 3D-Drucker hast, wo du nicht erst Teile für 3D-Drucker drucken musst, oder? Okay. Er erwähnt das. Und er erwähnt auch, dass man mit Fehlersuch beschäftigt ist und so. Aber er zeigt es natürlich dann nicht in voller Länge. Okay, alles klar. Weil dann wären die 3 Stunden wären da leider voll gewesen. Ja, definitiv. Oder auch das Zusammenbauen eines Druckers am Anfang. Dann braucht er auch seine Zeit. Aber das ist ja schon mal besser als in den Urzeiten, wo man wochenlang erstmal zusammengebaut hat, bevor das Ding was Vernünftiges gedruckt hat. Ja. Ja, dann habe ich den Marc-Uwe Kling die Lesung schauen wollen, hören wollen. Das war dann tatsächlich, wie eben erwähnt, dieser voller Hörsaal-Effekt. Ich konnte mich dann irgendwie nach der Hälfte der Zeit, konnte ich mich anklinken und habe ihn dann noch ein bisschen lesen gehört. Ist aber, glaube ich schon online. Du kannst es, glaube ich, jetzt nachhören. Also ich habe ich hatte den Eindruck, so, dass er auf der Bühne mehr Spaß gehabt hätte. Also es ist natürlich gut, wie er liest, es ist beeindruckend, wie er die Stimmen wechselt nach wie vor. Ich hatte das Gefühl, dass er aber am Kongress selber mehr Spaß hatte. Ja, das geht wahrscheinlich den meisten so, ne? Ja. Genau. Und dann als dritten noch von dem Premium-Uwe, der hat noch davon erzählt, wie sie mit dem Premium-Kollektiv, das ist das Getränke-Kollektiv, was auch die Premium-Cola macht, wie sieht der so durch die Krise kommen. Und? Kommen sie weiter Premium-Cola? Sie schaffen es, ja. Okay, das ist eine gute Sache, das heißt, es geht nicht verloren danach dann. Anscheinend nicht, nein. Ja, das ist cool. Ja, also wir hatten es, wir hatten ein Hörertreffen, kurz vorher, was erstaunlicherweise funktioniert hat, und wir waren nicht nur zu viert, sondern wir hatten, wie viele Hörer hatten wir zusätzlich? Nochmal 4, oder? Am Ende kam noch einer dazu, 1, 2, 3, 4. Ja, also quasi halb-halb. Und ich denke, für diesen Remote-Kongress ist es schon in Ordnung. Mhm, genau, wir hatten noch Leute, die hören uns erst seit kurzem. Ja, also nochmal Grüße. Das ist genau, sehr schön, dass es auch immer wieder neue Leute gibt, die uns zu uns finden. Genau. Ja. Wer war das? Bionade24.
War aber auch nicht so spannend wie in live, ne? Also natürlich, wenn wir uns tatsächlich irgendwie in der Gruppe hinsetzen können, einfach mal, jeder kann mal ungefiltert Kritik geben oder auch gefiltert von mir aus. Und wir Sticker verteilen können und alle ein Gruppenfoto machen. Genau. Bis auf den Lead nehmen, der halt immer sich, weiß ich nicht, irgendwas vors Gesicht hält. Ja, ja, immer versteckt. Genau. Genau. Haben wir sonst auch, ist sonst ein bisschen lustiger, aber schön, dass es trotzdem geklappt hat. Auch hier. Ich denke auch. Restzeiten. Ja. Dass es überhaupt funktioniert hat, ja. Das ist schon ganz cool, weil die Infrastruktur selber ist ja ganz okay. Also das Jitsi von der vom Remote-Kongress funktioniert und ja, jetzt auch dieses Podcasten funktioniert wahrscheinlich auch. Ich weiß noch nicht genau, wie sie uns dann am Ende anhören, aber. Das werden wir sehen, das werdet ihr sehen, wenn dieser Podcast in eurem Feed auftaucht, dann hat's geklappt und sonst oder wann? Vermutlich nicht, aber wie wir... Sonst hört ihr in der nächsten Folge, warum es schiefgegangen ist, vielleicht. Vielleicht, ja, oder genau. Wir sprechen nicht drüber und dann hat das nie stattgefunden und dann haben wir auch nie versagt. Passiert. Genau, dann sagen wir so, ja, RC3 war cool, aber wir haben da ja keinen Podcast gemacht. Genau, dann löscht genau. Noch schnell alle Tweets und... Prove me wrong. Ja, genau. Picks or didn't happen. Ja. Genau. Die Chaptermarks einfach quasi nur die releasen. Ihr habt die Chaptermarks, da haben wir folgende Sachen gesagt. Hätten gesagt, ja, wenn wir eine Sendung gemacht hätten. Genau, zu diesen folgenden Sekundenzeiten. Ja, also ja. Mein großes Problem war, wie ich schon auch im Hörertreffen gesagt habe, dass es quasi keine Exklusivzeit-Kongress gibt. Das heißt quasi, die Echtwelt spielt hier immer noch rein und ein bisschen schwieriger, ja. Sich für mich wenigstens auszuklinken. Oha, die ja. RC3 World scheint gerade down zu sein. Klar. Ja, viel besser, ja. Dann könnt ihr alle zu uns kommen und uns hören. Ja, nee, das geht mir tatsächlich auch so. Also ich habe am ersten Tag, habe ich noch versucht, irgendwie mir den Plan zu machen und auch die Sachen dann abzuarbeiten sozusagen, also wirklich reinzuhören und die Sachen zu machen. Und dann war gerade am ersten Tag halt die Technik noch so kaputt. Aber auch da kam dann schon was dazwischen. Ja, dass ich dann doch nochmal ein paar Steckdosen anbauen musste. Heute kam auch was dazwischen, dass der Schornsteinfeger kam und dann gesagt hat, er nimmt die Heizung so nicht ab. Ich dachte, super. Das ist alles, ein guter Ansatz. Alles so, ja, erstens ist das noch am Jahresende und zweitens, ja, da kommst du halt auch nicht dazu, wenn so Sachen halt immer noch dazwischen laufen. Ja. Klar, also weißt du, wenn ich nach Leipzig gefahren wäre, wäre ich halt in Leipzig und da hätte ich nichts anderes, in Anführungsstrichen, nichts anderes zu tun gehabt, als mich mit euch zu unterhalten, mit Leuten zu unterhalten, Sachen zu tun, die ich halt nicht zu Hause tue. Hier ist halt Haushalt, hier musst du halt dann doch Spülmaschine einräumen, ausräumen, Essen kochen, Dinge tun. Kinder sind immer noch da, die gehen nicht weg. Genau, Kinder sind noch da, wollen auch bespaßt werden. Na gut, die kann man rausschmeißen und dann werden sie ein paar Stunden. Aber das geht halt auch nur bedingt lange, ja. Och. Ingo hat einen Schlüssel für sein Zimmer, das ist der Trick. Immer wieder, ja. Ja, also das merke ich schon auch, dass ich gedacht habe, ich habe mich redlich bemüht, Vorträge mir rauszusuchen und wollte sie gucken. Am ersten Tag ist es an der Technik gescheitert, am zweiten Tag ist es schon einfach gescheitert. Genau, dass hier einfach zu viel ringsrum ist. Und dann habe ich heute eigentlich aufgegeben. Ich habe so gedacht, naja, dann, wenn es jetzt zwei Tage hintereinander nicht geklappt hat, die Sachen sich anzugucken, dann ist der dritte. Also bei mir ist das jetzt auch egal. Muss man akzeptieren, dass man ein Leben hat. Ja, genau. Aber nächstes Jahr gibt es das Leben ja nicht mehr zum Glück dann. Hat man wieder keine. Na, wir hoffen sich ja, ausklinken, hoffentlich. Dass man so ein paar gute Sachen wie die 2D-Welt dann vielleicht übernimmt und wir dann irgendwie einen gemixten Kongress haben. Da kann man. Hybrid-Kongress, wäre ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Ja. Ja. Genau, also das ist jetzt auch mein zweites Event, diesen Kongress. Das erste war das Hörertreffen. Also quasi. Jetzt gerade angefangen, was zu tun im Kongress. Natürlich ein bisschen schade. Ansonsten wäre das wahrscheinlich auch ein Stück weit anders gelaufen, aber ist ja so. Ja, ich habe das auch komplett unterschätzt. Also ich habe gedacht, nee, ich kriege da mehr hin oder ich kann mehr im Kongress teilnehmen und muss jetzt nach zwei Tagen oder nach zweieinhalb Tagen sagen, nee, sorry. Das war eine schöne Illusion, aber das klappt nicht. So, wenn du da nach Leipzig fährst, bist du halt einfach da. Ja.
Ja, aber genau. Das ist halt auch quasi wie arbeiten. Also ich hätte es gleichsetzen müssen zu Hause wie arbeiten und das ist mir dann irgendwie dann doch zu krass. Also das kriege ich sozial hier nicht durchgesetzt, fürchte ich. Ja, genau, das ist genau das Problem, ja. Auch quasi Kongress geht ja auch nicht nur die 7 oder 8 Stunden, die du arbeitest, sondern das ist ja den Tag. Ja. Und dann schläfst du halt von diesem Tag ein bisschen Zeit, aber der restliche Tag ist halt immer noch Kongresstag. Ja. Und das ist schon noch was anderes. Du kannst ja nicht sagen, so, ja, ich bin jetzt die nächsten 15 Stunden weg. Und dann schlafe ich. Bitte lass mich dann schlafen. Ich komme leider erst um 3 Uhr morgens. Genau. Und schlaf bis 12. Das ist halt ein bisschen schwierig, ja. Genau, also das lustig war quasi. Lustig wäre auch gewesen, wir hatten gestern einen Wasserschaden hier im Haus, wenn ich dann gesagt hätte, ich bin am Kongress. Das ist sehr, sehr, sehr lustig. Also wir mehr von deinen lustigen Geschehnissen. Nee, lass mal, ich bin hier in der Online-Welt. Ich kann nicht, kann gar nicht. Ja. Nee, Wasserschaden, lass das Wasser laufen, ich bin nicht da. Bin hier am Computer. Ja. Nee, erzähl weiter. Erzähl deine Wasserschadengeschichte. Nee, ich will das, muss nicht. Ist zum Glück nicht so heftig, wie es anhört. Ist kein Wasserrohr. Es stand nirgendwo Zentimeter hoch Wasser in einem Raum. So schlimm war es nicht. Es tropfte im Keller. Und ja, das war noch in Ordnung. Aber ja, irgendwo ist eine Silikondichtung vermutlich undicht. Und die muss jetzt gefunden werden, welche das ist, aber es tropft nur gemächlich, ganz langsam. Und dann hast du einmal drunter gestellt, hast gesagt, genau. Das hebt jetzt ein paar Monate, das wird schon. Das wird schon, machen wir irgendwann. Am Montag kommt ein Profi, der sucht dann nach dem Dings. Oh je. Ich habe auch gedacht, ich hoffe mal, dass die anders reagiert hätten, wenn hier das Wasser geplätschert hätte, weil dann muss ja im Haus Wasser abdrehen und dann passiert ja erstmal gar nichts mehr und das bis Montag durchzuhalten wäre hart gewesen. Jetzt mit den paar Tropfen, die da rauskommen, ist es kein Problem, aber Wasser ist immer scheiße einfach. Ja, also Wasser ist ja eigentlich ganz cool, aber wenn Wasser sich selber irgendeinen Weg sucht, wo man es nicht vorgesehen hat, dann ist es ätzend. Und Wasser findet den Weg, ja. Das ist doof. So ist das. Ja. Haben schon ganze Täler erschaffen, dieses Wasser. Furchtbar. So, machen wir eine Schleife um den Kongress, oder? Hat noch jemand? Ich habe jetzt hier aus dem von dem Kongress, wie heißt es, Torch mitgenommen. Wie heißt es, Torch? Das Programm, was du gerade benutzt? Ja, Noise Torch, genau. Und das läuft jetzt gerade, weil ich bin heute mit minderwertigen Equipment unterwegs. Kann man auch dass du dich überhaupt traust, hier mitzumachen. Das mache ich nur wegen Noise Torch. Das ist eine wunderbare Open Source Software, die mit Pulse Audio funktioniert und dein Noise wegtorcht. Und anscheinend funktioniert es ganz okay. Und ja, genau, das kam aus dem vorherigen Hörertreffen. Genau. Mhm. Und von daher, es hat was gebracht. Also ein Tooltip sozusagen. Ja, genau, ich bin vorgezogener Pick. Vorgezogener Pick fürs neue Jahr. Kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Brauchte ich bisher auch noch nicht. Aber wenn man dann. Boah, Super-User-Rechte, das ist immer ein gutes Zeichen. Okay. Es wird schon nichts Böses tun. Ist ja Open Source. Kannst du reingucken. Genau, kann man nachschauen, was es macht. Ja, genau. Das habe ich natürlich in den letzten 20 Sekunden, bevor ich das Ding angeschaltet habe. Genau. Na, es geht jetzt noch einmal über die NSA und Co. und was du so sprichst, aber da wir sowieso ins Internet senden, ist es auch wurscht. Das ist, glaube ich, okay. Ja. Solltest bloß keine geheimen Gespräche darüber führen. Das muss man schauen. Vorher neues Torch ausmachen, dass man. Aber ich glaube, es ist sowieso sowas wie durchschnittlich 4 Jahre bleiben selbst in Open-Source-Programmen so Sicherheitslücken unerkannt. Also von dem her, so viele Augen gucken dann halt leider doch nicht drüber. Zumindest nicht alle Teile. Du bist ein Projekt, die es sich leisten können, da Security-Audits, also die es sich leisten können und wollen, weil sie aus irgendeinem Grund den Druck haben, Security-Audits zu machen, oder? Also das hilft dir schon, wenn du einen Pentester hast, der dein System auseinandernimmt. Ja. Ja, gut. Genau. Muss man sich halt auch leisten können. Also die meisten Open-Source-Projekte sind halt leider da nicht so gut ausgestattet. Ja. Aber das hatten wir ja schon mal mit diesem, weiß nicht, kritischen Pfad-Dings für Open-Source-Projekte im letzten Podcast oder vorletzten, wo haben wir darüber geredet? Ja, richtig. State of Open-Source.
dass es einfach nicht so gut ist. Das ist etwas, auf jeden Fall. Ja. So. Genau. Noch was zum Kongress. Kommen wir jetzt vom Kongress zum Toten der Woche. Oder zu den Toten der Woche. Hier, dieses so Ctrl-J drücken. Yep. Ctrl-J. Total dabei bin ich. Super, super, super. Irgendjemand so, erzähl mal, wer jetzt YouTube, hier... YouTube-Video, Leadname. Ja, der Felix hier. Ha! Das war ich. Es gab ja diesen... Wann war denn das? Weiß ich nicht. Diesen Zodiac-Killer? Das ist schon, schon echt lange her. Dann gab es irgendwie... Dann gibt es diesen Film, der ein bisschen neuer ist. Was halt so irgendwie, soweit ich mich erinnere, ich glaube, ich habe nur einen Film geschaut. Es war halt so ein Typ, der Menschen umgebracht hat. Gar nicht mal so gut. Und der hat so verschlüsselte Nachrichten hinterlassen. Und die erste haben sie ziemlich schnell geknackt. Und ich glaube, das war die zweite oder so, die dann sehr komplex war. Und die ist jetzt endlich geknackt. Da hat jemand irgendwie diesen Dezember haben halt jahrelang Leute dran gearbeitet und das versucht zu entschlüsseln. Und diesen Dezember hat es jetzt jemand geschafft. Okay. Und die haben das jetzt richtig entschlüsselt und herausgefunden, was er da geschrieben hat, damals, vor Jahren. Und in diesem Video erklären sie halt, wie sie das herausgefunden haben und wie die Verschlüsselung funktioniert, weil das war, also es ist halt schon recht komplex, weil er hat irgendwie so drei Blöcke gemacht und diese halt verschieden geschiftet und so. Und das hat es hat ziemlich lang gedauert, bis sie das jetzt entschlüsseln und jetzt ist halt, jetzt kann man das lesen, darum ist halt nicht mehr geheim oder nicht mehr verschlüsselt, darum tot. Okay. Und ich fand, das Video erklärt halt sehr gut, wie sie darauf gekommen sind und wie sie vorgegangen sind, was sie für Tools verwendet haben. Fand ich sehr interessant. Haben die, war das jemand wieder, irgendwie so ein Kreuzworträtselmensch oder irgendjemand anders? Oder so eine Firma oder so? Wie ist es dazu gekommen, das dann doch noch zu entschlüsseln? Das waren so drei Leute und ich glaube, die haben sich einfach die letzten paar Jahre mit diesem Ding beschäftigt. Weil okay, Hobby, krass. Soweit ich sehe. Also es hat auf jeden Fall nicht so den Eindruck gemacht, dass wäre das jetzt irgendwie von der Firma oder irgendwie gesponsert, sondern die haben sich, glaube ich, einfach so dafür interessiert, das irgendwie herauszufinden. Das erste... Was stand drin? Die Nachricht ist komplett unten, wenn du in der YouTube-Dingsi auf... Muss ich wirklich draufklicken? Mann. Ja, also dann steht nicht drauf, übrigens, ich bin der Zodiac-Killer und dann der Name dazu. Und das möglicherweise nicht. Steht nur der Name so, ihr seid alle doof. Ja, es steht halt irgendwie nicht, also, man kann davon ausgehen, dass er mittlerweile ja tot ist, weil es halt einfach zu lange her ist. Und es steht halt nichts drin, womit man ihn jetzt irgendwie identifizieren kann. Es handelt einfach so eine Nachricht und das Einzige, was irgendwie interessant ist in dieser Nachricht, war, dass damals ja jemand bei so einer TV-Show angerufen hat und das war offensichtlich nicht der Richtige, weil er hat gesagt, das war er nicht. Oder zumindest sagt er das, kann natürlich auch angerufen haben und dann sagen, war ich nicht. Weiß man halt nicht so genau. Ja, schade eigentlich. Aber das haben ja viele Leute darauf gehofft, das ist ja der letzte Chiffre, der nicht geknackt war bis jetzt, dass da quasi drin steht, übrigens hier, ich bin der und der und ich wohne dort und dort. Wer aber halt einfach überhaupt gar nichts. Ja, wäre aber irgendwie voll dumm, weil er konnte ja nicht, damit rechnen, dass es irgendwie so lange geht, bis das herausgefunden wurde, weil seine ersten Dinge ja super schnell entschlüsselt wurden. Nehme ich jetzt mal davon aus, dass er gedacht hat, dass das auch noch zu seiner Lebzeit irgendwie entschlüsselt werden kann, weil, warum nicht? Also nahe Zeit anstatt ferne Zeit.
Ja, und halt nicht irgendwie Jahre später, sondern halt vielleicht ein Jahr später. Und dann wäre es voll dumm, da seine Adresse reinzuschreiben. Glaube ich. Das stimmt. So, was haben wir noch? Ja, bitte Periscope. Oh no! News. Nee, ja, Periscope, das haben alle Leute schon bestimmt. Das habe ich fast schon mal benutzt, aus Versehen. Einmal, genau, stimmt, das war immer eine App drin und man hat aus Versehen draufgeklickt, oder? Das ist nicht, dass man es. Ja, und das der Böhmermann hat es, glaube ich, benutzt für irgendwelche Sachen. Für seine Pre-Show quasi. Aber das war es dann auch schon. Und das ist jetzt leider tot. Und zwar März 21 wird es dann eingestellt. Nach mehr als 5 Jahren. Wäre sie nicht so lang. Also fühlt sich auf jeden Fall nicht so lange, ne? Aber das und heißt. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Monate, das intensiv zu benutzen, oder? Und uns abhängig machen davon. Ja. Oder was? Ja, das stimmt, Was macht man dann stattdessen jetzt, wenn man nicht Periscope macht? YouTube-Livestream. YouTube-Livestream, genau. Oder sowas, was wir hier machen. Twitch, oder? Twitch. Ja, Twitch, sowas, was wir hier machen, ist sowieso besser. Genau. Yep. Twitch machen viele, ja. Ist auf jeden Fall Leute, die das benutzen. Ja, aber eigentlich wirklich macht man doch, man dreht Videos ab und dann stellt man sie auf TikTok, dachte ich, das wäre so. Ja, weiß ich nicht. Machen wir jungen Kids das in diesem Internet. Klar, nur. Ja, wir Jungspunde. Ja. Nee, also Twitch, ja, habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht gemacht. Und das andere brauche ich, glaube ich, nicht. Unsere Hörer könnten uns mal verraten, ob sie auch einem Twitch-Stream lieber folgen würden als einem reinen Audio-Stream. Das können sie mal machen, ja. Wie viel Zeit, also ich will mal ganz kurz nachfragen, wie viel Zeit haben wir denn, bevor wir hier irgendwie nicht mal zu den News kommen? Wir haben jetzt die Hälfte der Zeit gleich rum, wenn dich das beruhigt. Das heißt, 20 Uhr bis 21 Uhr. 21, genau. Ach, 21 Uhr, okay. Das ist nicht mehr so viel Zeit, vielleicht sollten wir weitermachen. Ach, du jetzt wieder. Also irgendwas Android ist noch kaputt. Hier Android Things. Alle haben doch Android Things gewollt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es gibt bis jetzt. Bis es gestorben ist. Was ist es? Kannst du mal kurz erklären, was das ist? Ja. Ich habe davon noch nie gehört. Wie ich das verstanden habe, ist es eine IoT-Plattform, also quasi ein Betriebssystem für deine IoT-Devices. Also wenn du zum Beispiel einen Temperaturmessfühler hast, dann konntest du den mit Android Things ausstatten und dann war der super IoT. Ja. Und jetzt ist es aber tot und das ist sehr traurig für alle Leute, die das nicht kommerziell genutzt haben. Also alle 2 Personen wahrscheinlich oder so. Ich weiß nicht genau. Genau, also das lief zum Beispiel auf dem Raspberry Pi 3B, auf dem MX7D und auf dem Edison, auf der Edison-Plattform. Also keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe bis jetzt nicht davon gehört. Ich habe nur gehört, dass es quasi gestorben ist. Weil ich ja nur ein Ding auf Sterben habe, nicht auf quasi. Ein Abo. Neu. Du hast ein Abo auf Sterben, ja. Ja, quasi ein RSS-Abo, wenn du so möchtest, ja. Das ist quasi meine View. Wir haben einen Hinweis bekommen, wir müssen uns sputen, wir haben quasi nur noch eine halbe Stunde, weil um 20.45 Uhr ist Schluss, weil es dann die Umbaupause gibt. Ah, papalapap. Wie, was? Die Umbauen, ja. Umbaupause, genau. Dann kommen wir. Man muss ja auch den News. Zuhörern am Stream die Chance geben, zwischendurch was zu futtern zu holen. Ja, durchzuatmen, genau. Man kann ja nicht von einem Podcast gleich in den nächsten wechseln, weil das wäre nicht den Leuten zuzumuten. Das wäre ja, das wäre dann haben dann wir nur 3 News oder so. Wie so ein Podcast-Player, der einfach vom einen Podcast zum nächsten springt, das wäre ja verrückt. Macht deiner keine Pause und lässt dir mal Zeit? Meiner macht immer eine Viertelstunde Pause, damit ich mir Chips holen kann. Was? Spielt der auch Warteschleifenmusik? Ja, genau. Es gibt halt Leute, die hören ihre Podcasts schneller und gibt es halt Leute, die Pause in ihren Podcasts. Genau. Ich mache da mal 15 Minuten Werbung rein. Ich bin das so gewöhnt vom Fernsehen. Die kleine Podcast-Pause für zwischendurch, ne? Genau. Ja, ja.
Dann sollten wir aber wirklich mal zu News kommen, ne? Ach, du jetzt wieder. Hier. Drück mal Ctrl-J und dann erzähl uns mal, was du auf deiner tollen Mailingliste gelesen hast. Weil ich habe gehört, da sind wichtige News passiert. Oder ganz wichtige News. Ich wusste nicht, wie ich es einsortiere, aber es ist sehr, sehr wichtig und es ist ein großes Problem für uns, für unseren Podcast, nämlich Volgograd ändert seine Zeitzone von plus 4 auf plus 3. Das heißt, wir sind nicht mehr so nah, so weit weg von 22 Uhr, wenn wir anfangen zu senden. Das heißt, wir müssen gut aufpassen. Aber jetzt dürfen wir schon wieder Schimpfworte sagen und Mist bauen, ne? Weil jetzt aktuell ist ja schon klar. Ja, aber, warte mal, 27.12. War schon. Ja, aber jetzt sind wir ja schon nach, jetzt sind wir ja definitiv nach 22 jetzt. Uhr. Ja, was ist denn jetzt gerade, plus 1 oder was? Was sind wir jetzt gerade? Wir sind plus 1, ja. Ja, plus 1 und dann 2 Stunden drauf, ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein großes, großes Thema, wenn dann wieder hier Sommerzeit passiert. Genau, also für Leute, die uns noch nicht so lange hören, ich habe ja gerade gelernt, es gibt Leute, die hören uns erst seit ein paar Folgen. Wir senden eigentlich immer aus Volgograd. Also egal, wo ihr uns hört, wir senden eigentlich immer aus Volgograd, weil da ist immer nach 22 Uhr, also zumindest für uns. Das ist so ein Running Gag und deswegen haben wir jetzt natürlich tierischen Probleme und müssen überlegen, ob wir jetzt irgendwie anders anfangen. Weil, weiter umziehen, ja, ob wir dann weiter in Richtung, weiß nicht, in Richtung Osten ziehen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren Orte vorschlagen, wo wir hinziehen sollen, woher wir senden sollen, weil, ja, das ist schon kritisch. Virtuell umziehen, ja. Damit wir auch nach 22 Uhr sind und in diesem deutschen Internet darf man ja bestimmte Sachen vor 22 Uhr nicht machen. Und deswegen sagen wir, wir sind immer, ja genau, wir sollen gleich nach Vladivostok gehen, da müssen wir dann schon wieder aufpassen, dass nicht schon wieder früh morgens ist oder so. Stimmt, bitte nicht zu weit nach hinten. Vladivostok ist, keine Ahnung, welche Zeitzone die haben, aber naja, Japan ist ja noch ein Stück weg und dann kommt ja schon fast nichts mehr, ne? Da kommt ja gleich schon wieder die Datumsgrenze oder so. Also Zeitzone ist plus 10. Okay. Das ist, da wird es dann schon wieder knapp. Wenn wir dann 0 sind, dann ist ja quasi 7 und dann fangen ja schon die Kindershows wieder an. Ja. Also irgendwas in der Mitte. So, sucht uns mal was. Sucht uns mal irgendwas. Genau. Ja, wir nehmen Vorschläge an, wo wir demnächst hin sind. Vielleicht sollten wir auch nicht nach Russland gehen, sondern woanders hin. Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Vielleicht irgendwo. Aber das ist jetzt nicht nur irgendwie Winterzeit-Sommerzeitwechsel, sondern die ändern jetzt. Wir haben keine Winterzeit-Sommerzeit. Stimmt. Hat das nicht ganz Russland gemacht irgendwie? Die haben auch erst die ganze Zeit Winterzeit und jetzt machen sie. Nee, erst hatten sie die ganze Zeit Sommerzeit und jetzt haben sie festgestellt, ja, nee, Winterzeit wäre doch besser. Das ist ja die Diskussion, die wir hier auch immer führen. Ich bin ja auch dafür, also das mit, wenn wir irgendwas abschaffen, schaffen wir natürlich die Sommerzeit ab und machen Normalzeit / Winterzeit. Nee, alles andere Ingo, ich bin auf deiner Seite jetzt. Muss ich mal dazu sagen. Das ist super. Endlich. War das früher nicht, aber jetzt bin ich das schon. Bald quasi die kleinen Monster dazukommen. Macht das alles Sinn. Ja. Gucken wir mal, ob sich das EU-Parlament irgendwann einigt. Aber ich glaube, so war das in Russland. Ich glaube, die haben das irgendwann mal. Da hat der Diktator, Präsident festgelegt, dass. Wir werden gleich ausgewiesen. Ich habe mal nicht gesagt, von welchem Land. Okay. Irgendjemand hat festgelegt, das wird halt geändert. Kann man so machen. Bei uns muss das erst irgendwie durch Parlamente und so, da wird das einfach. Ja, zack. Und durch diesen Europarat. Voll unpraktisch, diese Demokratie. Ja, voll doof, Demokratie dauert so lange. Das ist so anstrengend, genau. Ja, wenn du einen netten Diktator hast, dann läuft das ja auch. Ja. Das ist ja gut, sieht man ja bei verschiedenen Open-Source-Projekten. Ja, netter Diktator for life. Spielen und so. Ja. Benevolent Dictator for life, genau. Ja, hat Machiavelli schon gesagt. Von dem her, also nicht für Open-Source-Projekte, das ist, glaube ich, so allgemein formuliert, aber ja, es wäre am geschicktesten. Deswegen wollen wir es trotzdem nicht, also zumindest nicht als Staatsform, finde ich jetzt. Oder willst du lieber in so einer muss nicht sein. Diktatur mit einem netten Diktator leben? Doch, auf jeden Fall, halt, wenn der nette Typ ist. Die Gefahr ist so groß, dass der nette Typ auch ganz dunkle Seiten hat. Ja, und vor allem. Das Problem ist quasi, dass nette Leute auch irgendwann sterben.
und dann hat man vielleicht nicht mehr so nette Leute danach. Und ich meine, es kann auch sein, dass der dann 20 Jahre nett ist und dann ist er nochmal 20 sehr fies. Also das ist halt auch doof irgendwie. Ja, was ist, wenn er einen schlechten Tag hat? Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder... Und ich fürchte, mit zu viel Macht kann ein schlechter Tag 20 Jahre zunichte machen. Ja, boah, auch. Aber wir schweifen ab. Wir haben noch weniger als eine halbe Stunde. Ach, Faxen hier, also. Bevor gut, wir uns haben ganz hier verlieren. Hier, dieses Threema. Markus, du bist hier. Ja, Threema. Threema hat was Threema Gutes gemacht. Genau. Ja, absolut. Threema kostet jetzt nur noch die Hälfte. Aber das sind gar nicht die wichtigen News. Die wichtigen News sind, dass Threema sich jetzt dazu durchgerungen hat oder es ermöglicht hat, dass sie ihren kompletten Source-Code offenlegen und damit Open-Source sind. Das, was ihre größten Kritiker ihnen immer vorgeworfen haben und dem sie lange Zeit versucht haben, mit diversen Studien und Reviews gegenzusteuern, dass sie gesagt haben, ja, wir sind nicht Open Source, aber wir lassen uns ja ständig reviewen und wir sind sicher und wir tun wirklich das, was wir euch versprechen, wurde ihnen immer wieder bescheinigt und jetzt haben sie es dann ermöglicht, dass Leute ihren Source Code auch wirklich ansehen können, indem sie Open Source gegangen sind. Ja, und um das zu feiern, bieten sie außerdem ihre Software jetzt nur zu 50% an. Ich habe gerade gesehen, leider nur bis zum 28. Das war gestern, Tag vorgestern. Der Aufzeichnung. Das ich heißt, dachte, bis ihr das hört, probably das vorbei. Ja. Es ist sehr gut. Ja, genau. Ich dachte, es wäre bis Jahresende. Sorry for that. Okay, tja. Trotzdem, das Open Source bleibt, das ist ja nicht beendet. Genau, das ist das Wichtigste. Also, es war jetzt nur, dass es mal kurzzeitig billiger war. Aber sie haben nur den Client Open Source gemacht. Der Server ist immer noch prioritär und den kannst du nicht angucken. Also das sollte das halt aber, ja, genau. Das ist halt aber egal, weil die ganze Krypto ja in deinem Client passiert und du jetzt in deinem Client verifizieren kannst, dass da keine Backdoor ist und dass deine Message, die halt sicher verschlüsselt ist, irgendwie über einen proprietären Server geht, ist zwar jetzt so aus Open Source Sicht vielleicht nicht ideal, aber du kannst halt so aus Sicherheitsdingsi kannst du halt irgendwie sagen, deine Nachricht ist halt verschlüsselt von Ende zu Ende. Und das kannst du jetzt halt verifizieren. Sicherstellen, dass dein Schlüsselmaterial nicht verteilt wird, sondern dass das im Client bleibt. Ja, und dass es kein Side-Channel in deinem Client hat, der irgendwie Daten rausrückt. Was natürlich ist, was hier im Chat auch kommt, Metadaten, ganz klar. Das Problem hast du halt irgendwie immer. Aber du kannst zumindest sehen, was für Metadaten zusätzlich rausgehen. Das Problem ist halt, selbst wenn sie eine Open-Source-Version ihres Servers bereitstellen würden, irgendjemand ist halt irgendwie immer in der Lage, diese Metadaten zu erfassen. Also ich glaube, und dann müssen sie noch eine Möglichkeit bieten, dass du verifizieren kannst, dass der Open-Source-Server auch wirklich unverändert zum Einsatz kommt. Und irgendwo kommt Vertrauen ins Spiel und da bin ich halt auch schnell dabei zu sagen, ich vertraue eher einem kleinen, jetzt wahrscheinlich schon vielleicht mittelständigen Unternehmen hinter Threema als einem Facebook, wenn sie mir sagen, wir machen nichts mit euren Daten. Wir machen heute nichts mit euren Daten, wie es morgen aussieht, wissen wir noch nicht. Das ist ja so ein bisschen die Facebook-Philosophie. Ach, wir haben ja irgendwann versprochen, wir machen nichts da mit Übernahme. Aber, hey, was geht mich mein Geschwätz jetzt von gestern an? Facebook-Account für deine. Die Frage ist natürlich, die Frage, die auch jetzt, nach dem, was ich gerade gesagt habe, auch direkt im Chat zurückkommt, ist, wie verifiziert man das denn beim Client? Gibt es eine Möglichkeit zu verifizieren, dass das, was im Play Store oder im App Store steht, dem entspricht, was auf GitHub als Source steht? Ja, und zwar sagen sie haben reproducible builds. Das heißt, du kannst das selber bauen. Also du kannst den Code anschauen, du kannst das dann selber bauen. Durch das, dass es reproducible ist, kommt da genau das gleiche APK raus, was du vom vom Play Store oder halt vom Apple Store, wie heißt der? App Store, glaube ich, bekommst.
Aber sind die nicht von Apple und von Google irgendwie die, signiert? Die sind doch signiert. Das ging mir gerade auch durch den Sinn. Die Signaturen dürften ja nichts verändern, aber die sind ja auch noch optimiert. Und wenn du das Google, wenn du das Google-seitige, das Play Store-seitige Signing benutzt, dann werden die ja auch da optimiert und dann erst signiert. Das heißt, die Verifizierbarkeit, wie das früher mit den APKs war, ist jetzt bei den modernen Artefakten, die dort ausgeliefert werden, gar nicht mehr gegeben. Also, Sie sagen, das geht. Ich habe es nicht nachgeprüft. Zumindest für das Android-App. Für Apple, wie gesagt, eben durch das, dass sie das ja irgendwie nochmal dann für dich bauen und optimieren und auch verschiedene Versionen bauen, soweit ich das mal verstanden habe, je nach Gerät und so. Ja, das macht Google auch. Das macht Google mittlerweile auch. Aber der Punkt ist, wirklich verifizierbar ist es für das, was auf der Website steht, nicht für das, was über den Play Store kommt. Genau, wie Bionade gerade auch geschrieben hat. Ja. Aber du kannst es ja von dieser Website installieren, wenn du ein Android-Telefon hast und nicht ein Apple. Ja. Wobei und die ganzen Häkchen in den Einstellungen setzt und. ja, genau. Alle genau, und es war, also ich habe das einmal gekauft von der Threema-Webseite tatsächlich, das APK, aber mir war dann unklar, wie es dann Updates dafür gibt. Ich müsste es dann ja irgendwie jedes Mal kaufen, das war mir irgendwie zu doof. Oder ich habe es damals nicht geblickt, das ist auch schon wieder 2-3 Jahre her. Also ich fand es nett, dass sie es über die Website überhaupt angeboten haben, so zum Download des APK direkt und man halt nicht über den Google Store gehen musste. Aber wie das mit den Updates dann längerfristig funktioniert oder wenn ich es dann halt sozusagen, wenn ich das Telefon weggeschmissen habe und dann nochmal neu, dann muss ich es ja wieder neu kaufen. Aber gut. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Zug von Ihnen. Gucken wir mal, bis sich das die ersten nochmal angeguckt haben. Also ich meine, vorher haben ja auch schon Leute drüber geguckt und sie haben immer gesagt, es ist super, es ist safe. Aber schadet jetzt nicht, wenn noch mehr Augen drüber gucken. Und ansonsten, ich weiß nicht, hatten wir das letztes Mal oder so, dass das Threema auch angekündigt hat, dass sie jetzt Multi-Chat-Plattformen, also dass du irgendwie 2-3 Devices irgendwie benutzen kannst. Haben wir da schon drüber geredet? Ja, wir hatten das erwähnt und sie haben es ja angekündigt für nächstes Jahr. Genau, dass es auf jeden Fall kommt. Genau, das ist... Ich glaube, wenn das auch der Fall ist, dann installiere ich auch wieder mehr Threema und gucke mir das mal wieder an. Zurzeit, und ich benutze tatsächlich Signal. Ich benutze tatsächlich Signal meistens für Sachen, die wichtig sind sozusagen. Und für alles andere Telegram, da muss man natürlich ganz besonders aufpassen, was man darüber teilt und so. Aber dadurch, dass es halt in Anführungsstrichen so easy ist, beiß ich da leider in den sauren Apfel oft. Und dann ist Threema definitiv wieder die Alternative, also weil da gibt es auch einige Leute, die das benutzen, aber mir war das bisher immer zu ein Hassel und ich habe ja gesagt, mit diesem Threema Web komme ich nicht klar. Das ist zu kompliziert. Und zu dem, dass sie daran arbeiten, das Multi-Client aufzubohren, da gibt es ja einen ganz spannenden Blogpost, den wir wirklich auch schon verlinkt hatten, wo sie das beleuchten, warum sie da so viel Zeit für brauchen. Ja, aber das ist doch eine coole Sache auf jeden Fall. Das ist doch mal eine positive Nachricht noch dieses Jahr. Wenigstens eine Sache, genau. Und, nein, Ingo, wir haben hier nächste Sache. Ja. Wir hatten ja das letzte, ich glaube, es war auch die letzte Sendung, wo wir gegen FreeBSD gehatet haben, weil die ja immer noch dieses S-File verwenden. Und Zu Recht auch. Und sie haben jetzt tatsächlich diese Git-Transition, wovon sie ja schon auch bestimmt 2 Jahre drüber sprechen oder so, ist jetzt tatsächlich passiert und FreeBSD Source Code ist jetzt tatsächlich in Git. Das heißt, willkommen in der Zukunft. Das ist verrückt, kann man. BSC, Zukunft, heute. Die Zukunft von gestern, heute. Wobei, wenn man fair ist, diese Jails, also das, was irgendwie Docker dann 10 Jahre später gemacht hat oder so, ja, hat halt IBM schon in den 70ern erfunden. Genau. Who cares? Gibt's halt schon seit immer und Linux hat da Jahre gebraucht, um irgendwie. Ja, und? Von dem her, ja. Gab's schon in Mainframes. Das ist völlig egal. Das, ja, irgendjemand hat es erfunden. Ist nicht egal. Doch. Mein Gott. Aber es musste erst Docker, kommen, damit es alle benutzen. Seriously, die BSD-Jails haben halt auch nur irgendwie 3 Leute verwendet. So viel wie LXC und Co. vorher. Also, das Pabalapap ist halt so. Das ist so. Die Wahrheit, das stimmt. Das ist leider die Wahrheit. Also, ich meine, es gab ja auch vor Docker genug Möglichkeiten, das auf Linux zu tun, hat halt bloß keiner gemacht. Ja. Yep. Das ist
Das ist so. Kommt man nicht drum rum. Ja. Aber gut, BSD ist endlich in der Zukunft angekommen. Wunderbar. Tja. Dann GitHub kommt ohne Cookies. Ohne also die Cookie ohne die Cookie-Warnung. Sie benutzen jetzt also nur noch Cookies, die man nicht, genau. Von denen man nicht warnen muss oder so. Also genau, sie benutzen genau. Schon also noch Cookies. Jetzt quasi nur noch mandatory, also nur die Cookies, die sie halt brauchen, um ihren Service bereitzustellen. Also quasi so Login-Cookie und so. Da halt eingeloggt bleibst, aber keine anderen, also keine Third-Party-Tracking-Cookies oder was auch immer da man da alles benutzen könnte, haben sie jetzt alles quasi weggehauen und jetzt brauchen sie dieses Banner nicht mehr dafür. Und, super. Und ja, ist eine coole Sache auf jeden Fall. Und vielleicht sollten es einfach mehr von diesen Webseiten so tun, dass sie nicht mehr dieses beschissene Banner brauchen, weil sie es nicht benötigen. Ja. Der Punkt ist halt, GitHub kann wahrscheinlich einfach über ihre Serverlogs so viel Statistik ziehen, dass ihnen das ausreicht. Ich denke, die meisten Websites wollen zumindest noch eine Statistik für sich führen wollen, wenn sie denn schon keine Werbung haben. Die gibt es ja durchaus noch, die Seiten, die keine Werbung brauchen. Aber was man als Website-Betreiber ja schon wissen will, ist, was interessiert meine Besucher, was rufen sie auf und wie oft suchen sie es auf. Und wenn man ein bisschen mehr sich damit beschäftigen kann und will, um mehr aus der Website rauszuholen, da will man ja auch einen Klickpfad haben. Und das alles ohne Cookie zu erlangen. Also du brauchst einen Statistik-Tracker. Und das alles ohne Cookie zu erlangen, ist schwierig. Und so ein Statistik-Cookie ist eben nicht für den Betrieb der Website notwendig. Und dann bist du schon bei diesem blöden Banner. Tja. Solltest halt vielleicht einfach mal nicht deine User tracken? Yep. Vielleicht. Stop tracking. Ich finde, das dann hast Tracking, du halt eine bescheuerte völlig, Webseite. Ich bin voll, völlig bei dir, das Tracking für Werbezwecke, das ist völlig unnötig, das stimmt. Aber ich finde das völlig legitim, als Webseitenbetreiber zu sagen, ich interessiere mich für meine Nutzer und möchte wissen, was meine Nutzer suchen. Ja. Also das finde ich ein völlig legitimes Anliegen. Ja, oder zu merken, was weiß ich, die klicken immer die drei Sachen an, um da hinzukommen, dass man vielleicht den Weg einfacher macht oder dann halt andere Sachen hervorheben will, weil, keine Ahnung, aus Gründen. Wie gesagt, Threema Web ist scheiße, ja, da haben nicht genug UI-Leute drüber geguckt, weil sonst hätten sie gemerkt, dass da einfach niemand hinklickt, dass es nicht funktioniert. Hätten sie mal Tracking eingebaut, hätten sie das vielleicht erfahren. Also das kannst du ja in den Log sehen. Da kannst du ja sehen, dass jemand auf diesem beschissenen Button das runterschaut. Also komischerweise haben wir null Aufruf für den QR-Code. Ob die Leute das nicht brauchen? Nee, die brauchen das nicht. Ich hoffe ja, dass da vielleicht auch irgendwann mal regulatorisch nachgezogen wird. Also dass wir das ganze Internet zukleistern mit diesen blöden Cookie-Bannern. Das ist, also ich finde auch, wenn das Werbung, wenn das dazu führt, dass Werbung wegkommt sozusagen oder das zumindest gezielte Marketing darüber und das Tracking über mehrere Webseiten, finde ich das total gut, ja. Aber wie gesagt, ich habe nichts. Aber es kommt ja nicht weg. Und das Schlimme ist, dass die Benutzer mit völlig irreführenden Bannern geplagt werden. Du kriegst einen Dialog, da steht dann ja akzeptieren. Und wenn du auf den grünen Button klickst, ja akzeptieren, akzeptierst du mal glatt alles. Nur das Minimale zu akzeptieren, musst du den kleinen dunkelgrauen Button unten links in der Ecke klicken. Und ja, und das oder noch drei Schritte weiter. Also bei manchen ist es ja, das fett hinterlegte ist alles akzeptieren und das andere hinterlegte ist, ja, diesen einen Haken, der gesetzt ist, speichern wir mal. Aber manche sind ja dann noch so fies, du musst erst in ein Untermenü und die alle wegklicken oder so. Ja, wo ich dann auch erstmal denke, genau. Und wenn das ernst gemeint wäre, dass das zum Schutz der Verbraucher ist, dann müssen sie hier nachbessern und das als nicht erlaubt deklarieren. Weil so, das ist klar irreführend. So, und das ist dann sind die Dinger wirklich Makulatur. Dann kann man so komplett in die Tonne treten. Ja, aber also für diese quatschigen Banner habe ich extra den Consent-O-Matic, was quasi ein Plugin ist, den ich in meinem Browser habe, was den Consent so setzt, wie ich das gerne möchte, nämlich quasi nur den Minimale, und der kann das quasi durch diese Pop-Ups dann durchklicken für dich. Aber dass man sowas braucht, ist ja Quatsch, ja. Okay, ja. Ist das ein Firefox-Plugin oder wie? Ja. Okay, kannst du mal vielleicht. Genau, es gibt außerdem noch ein I don't care about cookies Add-on. Aber das ist ja der falsche Richtung. Der akzeptiert einfach immer alles.
Ja, akzeptiert ja. immer alles, aber das ist ja nicht, was du willst. Du willst ja quasi nee, ne, richtig. Ja, sagen wir so, das ist vielleicht nicht das, was wir wollen, das ist aber das, was der Standard-Server, Standard-User im Internet, der so einen Webbrowser bedient haben will, der will nicht genervt werden von den Dingern, weil es ihm scheißegal ist. Der will einfach nur, dass die Sachen weg sind und ihn nicht nerven. Also, nee, der würde dem also nein, wenn du nein, jemanden fragst, nein, so, willst nein. du jetzt getrackt werden, ja oder nein, dann sagt dann also, sagen die Leute, Trek, entweder was? Oder fragen. Star Trek, was willst genau, du? Genau, die gucken dich an den Auto und sagen, ist mir egal, ich will die Website angucken. Genau. Also, nee. Ich glaube, wenn du ihnen erklären würdest, wenn du sagen würdest, so ja, ja das, willst du, ja, das wollen die aber nicht. Das wollen Agent die nicht. Hinter dir herläuft. Ja wenn oder nein? Die Leute verstehen würden, dass sie mit Streaming-Diensten völlig durchsichtig sind beim Musikhören und beim Videogucken und was man aus diesen Daten alles auslesen kann, dann würde das auch keiner mehr abonnieren und guck dir die Abonnentenzahlen von den Diensten an. Wie sehen die aus? Ich leite das mal aus dem Börsenkurs von Netflix ab und scheint gut zu laufen. Das läuft bei denen quasi. Ja, läuft bei denen. Also wer zu Netflix was mehr wissen will, vor 2 Jahren oder letztes Jahr auf dem Kongress gab es einen sehr anschaulichen Talk dazu, was für Daten Netflix so erhebt. Da einfach mal auf MediaCCC suchen nach Netflix. Der Talk war wirklich einblickreich. Benutzt Netflix nicht so viel BSD? Also es ist bestimmt alles böse. Hm. Ah, das ist ja die Schlussfolgerung ist interessant. Ich sehe das. Gut. Ja. Dann haben wir das auch. Dann wieder. Ja, wie kriegt man denn eigentlich schnelleres WLAN? Hm? Du aktivierst deine RAM-Riege. RAM-Verdoppler. 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 Der virtuelle RAM-Verdoppler, den kannst du leider nicht als Antennen benutzen. Du brauchst echten RAM, damit du diesen RAM verwenden kannst, um WLAN-Signale zu senden. Und das ist quasi eine neue Technik, die vorgestellt wurde, nennt sich AirFi. Und die Grundidee ist es quasi, Daten von Air-Gapped Systems, also quasi von nicht netzwerkverbundenen Systemen zu exfiltrieren, über verschiedene Wege. Und ein Weg wäre dann quasi den RAM so zu beschreiben, dass der quasi WLAN-Signale aussendet. Und das ist schon eine coole Sache. Ich hätte hier noch alten RAM, hilft das irgendwie? Kann ich mit dem irgendwas machen? Du meinst, dass der so langsam ist, Ingo, dass er nicht die Frequenz von WLAN hinbekommt? Ja, Ingo, du kannst den RAM wegwerfen. Wegwerfen kannst du den noch. Guck mal, ich habe hier übrigens noch mein altes Notebook gefunden. Guck, auch was für Sticker ist drauf. Und aber hier, guck mal, da ist auch, guck mal, ganz extra für dich hier. Verrückt. Wow, das ist ein altes Logo. Das ist ein altes Logo und auch ein altes Logo vom 21C3, The Usual Suspects. Ja. Wenn man so umzieht und Sachen findet, ja, also das ist toll, spannend. Hast du direkt was für einen Sperrmüll gefunden? Das ist ja nein, das ist genau. Wertvoll. Den FreeBSD-Sticker kannst du noch abpopeln und irgendwie dir aufbewahren, aber das Laptop kann weg. Nee, leider nicht. Du könntest hinten die Plastikverpackung abmachen und den Rest wegwerfen. Ja, genau. Das ist kein Plaste. Das ist kein Plaste. Hallo. Das war früher, Blech. Waren die wirklich noch aus echtem Blech. Stabil. Alles wunderbar. Da sind bestimmt noch Leuchtstoffröhren drin oder so. Ja, auf jeden Fall. Okay, kommen wir. Was ist jetzt? Muss man das noch erklären, wie das funktioniert? Ich meine, das ist ja irgendwie. Nee, mehr weiß ich auch nicht. Nee. Also ich hatte keine Zeit, irgendwas zu lesen. Ja, es ist schon so, also bevor die Leute jetzt Panik bekommen und ihre RAM-Riegel rausreißen und sich, um sich zu schützen und sich dann wundern, dass der Rechner nicht mehr geht, kann man noch kurz erwähnen, dass das ein Experiment unter Laborbedingungen ist und jetzt ich noch nicht gehört habe, dass das irgendwo in der Praxis eingesetzt werden kann. Es ist ein sehr interessanter Ansatz, natürlich, aber in der Praxis ist in der Regel dann doch noch so viel drumherum, dass man da kein verlässliches WLAN-Signal aus einem Rechner rausbekommt über die RAM-Riegel. Punkt ist auch irgendwie so Sinn macht, das nur für so ein System, was irgendwie geairgapped ist, weil wenn das Ding dann direkt Ethernet hat, ist vermutlich einfacher, die Daten einfach über deine Ethernet-Connection, die du eh hast, irgendwie darüber rauszupopeln, als irgendwie oder das über über dieses WLAN, was du dann irgendwie aufmachst und dann ein anderes Gerät, was das dann irgendwie hören muss und irgendwie ins Netzwerk popeln muss. Das also
Aber es ist natürlich interessant, dass es überhaupt geht. Von dem her, gute Sache. Ja. Gut. Okay, dann habe ich noch als News, dass das JEP Testing Framework in Version 4.0 erschienen ist. Die News ist von gestern. Und JEP, wie? Ich habe von JEP schon mal gesprochen. Ja, das kann JEP ja schon immer alles sein, aber du weißt ja, ich hab auch jedes Jahr Gap. JEP ist ein Rapper um Selenium in Gruben geschrieben. Und die benutzen das Page-Object-Pattern, um Selenium wesentlich besser benutzbar zu machen. Und was man damit dann machen kann, ist eben End-to-End-Tests für Web-Applikationen schreiben. Ah, und okay. End-to-End-Tests will man deswegen schreiben, weil man das fertig deployte System natürlich nochmal durchtesten möchte, ob es jetzt auf Produktion schon deployed ist als letzten Test oder vorher als Integrationstest durch alle Ebene. Und das Gute an End-to-End-Tests übers UI ist eben, dass man das testet, was der Benutzer auch zu Gesicht bekommt und keine Abstraktion. Das ist quasi vorher. Die Wahrheit, ist die einzige Wahrheit. Ja. Alles andere davor ist nur gelogen. Genau, mit JEP kann man wunderbar Videos machen von dem, was er da durchklickt. Man kann Screenshots machen lassen, man kann den DOM, im Fehlerfall wird der DOM von dem Zustand der Web-Applikation abgelegt, sodass man das dann analysieren kann. Ist sehr nützlich. Mhm. Also quasi einen Screenshot kriege ich da von der Webseite raus. Finde ich eigentlich schon. Ja, genau. Oder du kriegst sogar von dem, du implementierst in der Regel dann ja Use Cases als Test Case. Du kannst von diesem Use Case, der dann durchgeklickt wird von JEP, ein Video aufzeichnen lassen. Mhm. Das ist natürlich sehr speicherintensiv. Da muss man sich überlegen, was seine CI-Infrastruktur so hergibt, ob man sich die Videos alle aufbewahren möchte. Es gibt natürlich dann auch die Einstellung, dass man die Videos nur im Fehlerfall behält. Auf der anderen Seite ist das für die Dokumentation dessen, dass das System durchlief und wirklich funktioniert hat, auch nicht schlecht von den erfolgreichen Fehlerfällen, sich die Videos zu archivieren, wenn man das braucht. Es gibt Systeme, da muss man das dokumentieren, dass man getestet hat, dass die Tests erfolgreich waren. Und dann kann man das natürlich mit zu der Dokumentation packen, die einen den Rücken frei hält für den Fall, dass jemand um die Ecke kommt. Das ging ja gar nicht. Hat noch nie funktioniert. Genau. Ja, also JEP 4.0 und es gibt ein paar Verbesserungen, gerade was die Anbindung von Test-Frameworks, die drunter liegen oder mit denen JEP zusammenarbeiten soll, angeht. Dann auch mit JUnit 5. Und es ist gut zu sehen, dass das Projekt lebt und weiter daran gearbeitet wird. Genau, deswegen fasse ich mich kurz und mache hier einen Punkt. Kommen wir zum Mimimi der Woche. Ja, die Chapter Marks werden jetzt super, auf jeden Fall. In den nächsten 2 Minuten haben wir noch 3 Chapter Marks. Alle Chapter Marks. Wir können ja den Lesefu aufs nächste Mal schieben und hier noch Mimimi und Picks machen oder so. Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Dann bekommen wir das in die 5 Minuten. Hier, also ich fange mal an zu weinen. Mein Merch ist nicht gekommen. Was war das? Aber ich heule mit. Da kam heute die Mail von wegen so, ja, Pullis in Größe bla und bla irgendwie erst zu spät gekommen, übernächstes Jahr. Zu uns überhaupt, kommt irgendwie Januar oder so. Das ist doch scheiße. Bisschen schade. Ja. Kannst du dann beim nächsten Kongress abholen. Werde ich dann beim nächsten Kongress anziehen oder so. Ach ja, komm, mein Gott. Ob man jetzt in der Schlange steht oder noch ein paar Tage länger wartet auf... Ich meine, wolltest du ihn jetzt vorm Video anziehen oder was? Also ist doch jetzt auch nicht schlimm, wenn du noch ein paar Tage wartest. Klar, auf dem Kongress ohne Kongresspulli. Oh. Ja. Gut, ich heule über XQD-Speicherkartenpreise. Wofür das braucht man die? Das ist eine XQD. Ja, genau. Das ist die erste Frage, was ist eine XQD? Es ist so, wenn man so Kameras, also Profikameras hat irgendwie, da ist dann nicht nur SD-Karten, sondern auch XQD. Früher war das CF oder sowas, Compact Flash. Jetzt sind das so XQD. Ah. Das Dinger ist der Nachfolger drin. Von Compact Flash, ja? Ja, irgendwie so ein PCI-Express-Ding. Und wenn du dir die Preise davon anguckst, denkst du, die leben da irgendwie hinterm Mond. Weißt du, während du eine 2 Terabyte NVMe für irgendwie nichts kriegst, wollen die dafür 32 Gigabyte 150 Euro haben. Und du denkst dir, what the fuck? Weißt du, also warum? Das ist wahrscheinlich, weil es niemand braucht. Oder nee, weil da, steht nur, Profi, da steht Profi-Equipment. Ja, der NVMe ist auch Profi. Nee, NVMe braucht jeder. Das will jeder haben und benutzen.
Genau. Also es auch ist, die Noobs können das benutzen. Das ist echt, das ist eine Frechheit. Also es ist eine absolute Gott. Frechheit. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Ja, ja gut. Gut, das heißt, ich will kurz über... Voll fies von denen. Achso. Ja, ja. Ich will kurz über Xiaomi jammern. Ich habe so ein Xiaomi-Telefon hier, um damit zu entwickeln und zu testen. Es hat eine 64-Megapixel-Kamera. Das ist ganz schön abgedreht. So, das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt war, dass mich tierisch aufgeregt hat, das Ding in den Entwicklermodus zu versetzen, weil man braucht ein Mi-Konto. Also man kann nicht einfach als hingehen, das Gerät nicht registrieren und nichts und dann da was drauf deployen. Uns ausprobieren? Nee, die wollen, dass man unbedingt so ein Mi-Konto anlegt. Und dann hat man noch den Eindruck, dass wenn man den Developer-Modus aktiviert und deaktiviert, dass er das jedes Mal über dieses Konto an den Server schickt, sodass auf der Gegenseite jemand Bescheid weiß, ob du gerade im Entwicklermodus bist oder nicht. Und zulässt, dass Pakete auf das, unsignierte Pakete auf das Gerät deployed werden und sowas. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist diese ganze kritische Einstellung gegenüber Xiaomi doch ein bisschen gerechtfertigt. Auf jeden Fall ist das unnötig. Also um Developer-Modus zu aktivieren, einzufordern, dass so ein herstellerspezifischer Account angelegt wird, ist einfach bäh. Kommt das Gerät mit Cookies? Also so direkt beim Ausliefern es waren, oder es waren so. Keine Kekse in ja, der Packung. Ich nicht. Packung-Kekse dabei. Hätten sie vielleicht dazu machen müssen. Kommen wir jetzt schnell noch zu den Picks. Als letzten Punkt. Ich, durch? Ja, ich hab nur ganz kurz. Okay, machen wir's. Wir machen es einfach. Da wir Lesefuhr nicht drin haben, Humble Bundle Linux Books gibt es gerade. Weiß ich nicht, wie viele. Aber kann man mal gucken. Sind natürlich englischsprachig, aber von, was weiß ich, Hacking, Kubernetes, alles Mögliche. Ab $1 kann man da sich einige Linux-Bücher ziehen. Und vielleicht ist ja was für euch dabei. Und wer weiß, wann wir das nächste Mal senden. Bis dahin ist die Aktion wahrscheinlich abgelaufen. Deswegen. Wenn ihr da Interesse habt, guckt rein. Genau. Da sind ZFS-Buch dabei. Genau, Introducing ZFS und Linux. Und FreeBSD, deswegen. FreeBSD war, glaube ich, auch irgendwas dabei. Oder irgendwas BSD war auch dabei. Sehr das ist dann nicht mehr Linux. Machen die nur fürs gute Gefühl. Das stellt das, man sich dann in sein digitales Bücherregal. Ja. Das approved. Dann hier, ich habe ja auch einen Pick, den ich schon mal gepickt habe. Und zwar diesen 5-Minuten-Harry-Podcast. Und das ist jetzt, der Podcast ist jetzt 5 Jahre alt. Den gibt es immer noch und er ist immer noch gut. Es ist Folge 18, also könnt ihr, die gerade rauskommt, könnt ihr mal reinhören, wenn ihr dieses Harry Potter gut findet oder auch sonst, weil sie geht halt wirklich Frame für Frame durch in sehr detailliert, was da alles zu sehen ist und was das heißt und sehr abschweifend. Von dem her, ja. Top-Podcast. Könnt ihr ja also mal reinhören. Braucht ihr noch, bis das komplette Ding voll ist? Ich weiß nicht so genau, wie lange der Film ist, aber jetzt sind es 5 mal 18 oh, Minuten. 40 oder so. Ja, vermutlich ja. Mehr, ne? Also 5 Minuten meinst du? Ich, genau. Es sind aber bestimmt noch mal so viel, würde ich jetzt mal 90 so Minuten. Schätzen. Ja. Also bestimmt noch mal 5 Jahre Spaß. Noch 5 Jahre Spaß. Und dann mein zweiter Pick ist GitHub Wrapped. Da könnt ihr euren Usernamen eingeben und das bekommt ihr so eine kleine Statistik-Dingsi, was ihr da zu Open Source dieses Jahr contributed habt. Das hat nichts mit Rappern zu tun. Nee, hat nichts. Das andere rappt mit W. Ja, ja. Genau. Gute Sache, kann man mal irgendwie seinen Usernamen, kann man sehen, was man alles gemacht hat, wo man sich nicht dran erinnert. Ja, ich krieg auch gerade von Spotify und von Deezer und diesen ganzen Plattformen, wo wir unseren Podcast angemeldet haben, wie vielen Ländern dann ihr uns dieses Jahr gehört habt. Irgendjemand macht jetzt ein Rauschen hier. Wir werden wahrscheinlich gleich rausgeschmissen. Aufhören. Das ist die Vorwarnung zum Ende. Wir sind in den letzten... Okay, das ist noch 2 Picks, komm, kriegen wir noch hin. Nee, ich nehme da meine mit ins Nini. Nee, wer ist es? Hast du noch? Mach jetzt wieder weg. Keine Ahnung. Gut. Nächste Sendung, Cliffhanger, ich picke in der nächsten Sendung erst. Genau, also mein Pick für euch, wenn ihr noch Booker habt, ist Brett, das Printer Exploitation Kit, Toolkit. Das ist quasi so eine Art Metasploit für Drucker, ganz konkret. Ja. Kann man quasi herausprobieren, ob dein
Drucker irgendwelche unsicheren Sachen zulässt oder irgendwelche Dinge von außen tun lässt, die man vielleicht nicht haben möchte. Und dann kann man quasi schauen, ob man sich einen neuen Drucker kauft. Also wenn ihr einen Grund braucht, um euch einen neuen Drucker zu kaufen, habt ihr da die Möglichkeit, das vorher zu checken. Das war mein... Alles, was ich da dazu sagen möchte, ist irgendwie bei Installation steht, only requires a Python 2 Interpreter. Yikes! Yikes! Läuft bei ja, mein Gott. Man kann ja noch. 2020 darf man das noch. 21 wenn nicht ja. mehr. Also jetzt noch schnell installieren. Genau. Gut. Bei Druckern hat sich jetzt auch schon die letzten 15 Jahre nichts mehr geändert. Na, muss ja auch nicht mehr. Machen ja alle PCL okay. und dann ist gut, oder? Da ist auch ja, genau. nichts mehr. Aber PCL hat halt ein paar Features, die gegebenenfalls spannend sind in deinem Netzwerk. Ja. So, dann machen wir Schluss für dieses Jahr, würde ich sagen. Wir hören uns schnelle im nächsten Sendung. Jahr. Hä? Schnelle Sendung. Schnelle Sendung, ja. Sorry. Schnelle kurze Sendung. Aber dafür haben wir letztes Mal haben wir dafür länger gemacht und wir können ja nicht immer so lange machen. Also. Letztes Mal war doch über 3 Stunden oder so. und im neuen Jahr sind wir auch wieder für euch da und dann machen wir nicht so kurz. Ja. Trotzdem. Nächstes Mal müssen wir schauen, dass wir auf dem Kongress einen Nachtslot bekommen, nicht den Slot hier. Ja, schade. Oder wir müssen unsere Streams doch wieder selber machen. Ja, das hilft dann, alles nichts, ja. Dann können wir denen sagen, hier habt ihr unseren Streams für. Macht doch unseren Stream. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch, Leute, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Kommt gut rüber ins Jahr 1984. Guten Jahreswechsel. Perfekt. Hoffentlich 1984 aus dem Buch, ja. sondern das erfolgreiches das nächstes Schönere. Jahr. Ja, genau. Also wir hoffen einfach, das wird nächstes Jahr besser und wir sehen uns vielleicht dann auf dem Kongress oder irgendwo mal wieder in live. Ja, das schön war's. Schön. Vielen Dank für alle. Viel Spaß noch auf dem Kongress in der RC3-Welt. Und genau. Und nochmal danke an alle, die uns unterstützt haben, das letzte Jahr über. Auch an alle Hörer, die uns zum ersten Mal hören und hier Hallo gesagt haben auf dem Kongress. Danke. Oh, ciao, ja. ciao. Vielen Dank. Ciao.